Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Z-Battles und heute geht es gegen Blocky. Das wird eine ziemlich harte Number, aber dieses Mal treten wir auch mit einem Team an, das ich nicht einfach random zusammengestellt habe, sondern wovor ich mir vorher sehr viele Gedanken gemacht habe. Deswegen ganz kurz die Erläuterung, was die grobe Taktik dahinter ist. Wir haben ein Despotar mit dabei, das Sandsturm hat. Dadurch wird natürlich Despotar Spezialverteidigung gepusht. Es ist sowieso alles in Despotar Spezialverteidigung gepusht und es trägt noch die Offensivweste. Das heißt, wir haben einen speziellen, mega krassen Tank. Dann haben wir zusätzlich dazu ein Knackrak mit Sandschleier, glaube ich, was eben den Sandsturm von Despotar perfekt nutzen kann. Wir haben einen Stalos, ein Mega-Stalos, was mit seiner Fähigkeit den Sandsturm auch perfekt nutzt und seine Boden-, Stahl- und Gesteinsattacken damit 30% stärker werden. Und wir haben ein Pixie, das vom Sandsturm nicht getroffen wird. Soweit die Taktik. Starmie ist dann ergänzend, Donarion ebenfalls ergänzend. Was genau wer welche Items trägt, erzähle ich euch gleich. Jetzt erstmal zu Blockys Team. Primarine, Tandrak, ein Alola-Knogger, vor dem wir uns äußerst in Acht nehmen müssen. Das wird eine richtig, richtig gefährliche Number. Porygon Z trägt, denke ich, einen Walschall. Ein Mega-Medital ist auch ultra gefährlich. Uafnir hat also sehr viele schnelle Pokémon. Gerade Knogger kann eben durch Nitro-Ladung auch noch sehr schnell werden. Womit wird er beginnen? Das ist die Frage, mit der wir uns jetzt hier beschäftigen müssten an dieser Stelle. Ich denke mit Primarine oder mit Tandrak. Und wenn er mit Primarine beginnt, würde ich mit Stalos beginnen, denke ich mal. Kann aber auch sein, dass er Stalos hier an dieser Stelle predicted, aber ich habe kaum noch Zeit, um mich da irgendwie umzuentscheiden. So, jetzt ganz kurz zu den Items, die getragen werden. Stalos, wie gesagt, mega. Donarion trägt das Wahlglas, um extremen Schaden im Spezialangriff rauszuhauen. Despotar trägt, wie gesagt, die Offensivweste, um speziell sehr viel auszuhalten. Knackrak trägt den Wahlschal, um alles Mögliche zu outspeeden. Dann haben wir noch Pixie, das trägt die Überreste ganz normal und zusätzlich dazu haben wir dann noch, das letzte Pokémon ist mir gerade entfallen, müssen wir gleich nochmal gucken. Okay, auf geht's jedenfalls, wir schicken Stalos in den Kampf und er schickt Eberhard in den Kampf. Eberhard ist sein Porygon Z und das sollte gegen unser Stalos nicht allzu viel ausrichten können, deswegen schon mal ganz gut. Leider steigt sein Spezialangriff, das macht es jetzt nicht allzu schön, aber es geht auf jeden Fall noch. So, genau, das letzte Pokémon, was ich noch nicht erwähnt habe, ist Starmie, das trägt einen Leben-Orb und hat zusätzlich die Fähigkeit Analyse. Bedeutet, wenn es langsamer ist als das gegnerische Pokémon, macht es 30% mehr Schaden. Macht bei Starmie, dem schnellen Starmie, nicht viel Sinn, meint ihr. Aber ist ein bisschen anders, denn wenn das Pokémon, das gegnerische, ausgewechselt wird und Starmie dann angreift, dann agiert es auch als zweites und dann wird seine Attacke auch stärker. Das heißt, gegen Starmie auszuwechseln, ist sehr riskant. So, jetzt muss ich mir ganz kurz noch die Pokémon notieren und dann geht es aber wirklich ab jetzt. Wir werden gegen Porygon, glaube ich, nicht allzu viel zu befürchten haben. Deswegen werden wir uns megern an dieser Stelle und wir hauen die Tarnsteine raus. Ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit, mit der wir hier beginnen könnten. Als Attacken, ihr seht es schon, haben wir Brüller, um gepushte Pokémon rauszuhauen zum Beispiel, weil Mega Stalos eben extrem tanky ist. Zum anderen eben auch, um den Tarnsteinschaden zuzufügen. Ich habe wirklich die schlechteste Initiative, die man haben kann mit Stalos. Das heißt, Gyroball sollte die maximale Stärke erreichen können. Erdbeben natürlich auch noch zusätzlich stark. Und ja, wir hauen jetzt aber an dieser Stelle erstmal die Tarnsteine raus. Er ruft Eberhard zurück, hat damit also falsch predicted das Pokémon. Und jetzt kommt Primarine. Das ist mir aber relativ egal. Klar, Primarine ist super, super mächtig. Leider können wir auf unseren speziellen Tank nicht wechseln. Das ist ein großes Problem an Despotar, weil es so viele Schwächen hat. Deswegen eignet es sich als spezieller Tank nicht unbedingt. Aber ich wollte es einfach mal probieren, ein anderes Despotar hier zu verwenden. Nicht immer die offensiven Kandidaten, sondern auch mal die defensiven. Ich meine, offensiv kann es auch reinhauen, sonst würde es die Offensivweste nicht tragen. Aber wir gucken uns hier an dieser Stelle einfach mal an von den Werten. Es hat eine Spezialverteidigung von 167. Dazu die Offensivweste, also wird es nochmal um 50% gesteigert, also gut um 80 Punkte, ist bei 240. Und dann haben wir nochmal den Sandsturm im Rücken, der auch nochmal die Spezialverteidigung stärkt um 50%. Das heißt, wir sind, glaube ich, bei 320 dann. Das ist schon extrem gut. Ja, Primarine könnte jetzt mit einer Wasserattacke gegen Stalos angreifen, das ist klar. Ist nur die Frage, rechnen wir mit einer Wasserattacke oder kommt vielleicht auch eine Feenattacke? Oder kommt vielleicht sogar was ganz anderes? Pixie würde es so semi-gut aushalten. Starmie würde es auch nur semi-gut aushalten. Deswegen bin ich gerade ein kleines bisschen überfragt, auf was wir wechseln sollen an dieser Stelle. Despotar mit einer 320er Verteidigung. Wir könnten es versuchen. Aber es ist halt langsam und muss zwei Attacken tanken. Und das wird wiederum schwierig. Deswegen macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und Pixie, ich weiß nicht.
Vielleicht wäre das Safeste zu pokern, dass er auf eine Feenattacke geht. Oder? Wäre das sinnvoll? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, Pixie könnte es auch gut tanken. Wir versuchen es mit Pixie, okay? Wir versuchen es mit Pixie an dieser Stelle. Hoffen wir mal, dass es gut gehen wird. Okay, Pixie kommt rein. Was macht er? Was wird er tun? Er geht auf Surfer. Okay, das heißt, ist schon mal gut gewesen, dass wir nicht zwingend auf Despotar gegangen sind. Surfer kommt und zieht mehr als die Hälfte, aber wir haben Gott sei Dank die Überreste. Wenn er jetzt eine stärkere Attacke als Surfer hat, dann kann er Pixie hier an dieser Stelle rausnehmen. Was ungeil wäre. Ja, Pixie haben wir wahrscheinlich jetzt schon. Pixie dürfte schon so gut wie erledigt sein. Wird uns aber auch nicht so viel bringen, außer den Wunschtraum, den ich sehr gerne hier drauf habe. Ansonsten halt Gedankengut, um sich zu pushen. Und eben dann noch Feuersturm und eine Feenattacke als Stab-Move Feuersturm für die Recovery, beziehungsweise, dass wir vor allem Feuerattacken auch im Team mit dabei haben, gegen beispielsweise Tentantel. Jetzt kommt Mondgewalt, müsste die gleiche Stärke haben, müssten wir also eigentlich packen können. Kriegen wir auch gepackt, Spezialangriff sinkt jetzt zwar, aber ist egal, ist nur halb so wild. So, Wunschtraum, alles klar. Jetzt könnten wir auf Despotar wechseln, das ist so meine Überlegung. Weil wir haben kein Schutzschild drauf, um uns zu heilen. Er könnte jetzt aber genau damit auch rechnen, ne? Dass wir eben Schutzschild einsetzen und geht auf irgendwas anderes. Ich würde an dieser Stelle auf Despotar switchen. Mal gucken. Wenn eine Feenattacke kommt, wenn eine Wasserattacke kommt, dann wird es mächtig wehtun. Aber wir sollten es auf jeden Fall überleben. Ansonsten hat Despotar als spezieller Tank, ja, verloren im Prinzip. Wir werden es sehen. Es ist ein bisschen auch ein experimentelles Team. Von daher wird sich zeigen, ob sich das irgendwie bewähren kann. Aber ich fand die Idee mit dem Sandsturm so als Hauptpunkt zu nutzen ganz nett. Gut, Primarine bleibt drin, bleibt nicht drin und wird rausgewechselt und geht auf Eberhard. Das ist perfekt. Das ist für uns einfach nur perfekt. Denn wir dürften alles sehr, sehr gut tanken. So, Tarnsteine wirken jetzt erstmal. Außerdem wird der Angriff nur gestärkt. Das heißt, er sieht speziell, wird er nicht so gut durchkommen gegen uns. Und jetzt sollten wir etwas wählen an Attacken, das möglichst jedem Pokémon Schaden macht, das da reinkommen könnte. Und das wäre meines Erachtens eine Steinkante. Ich glaube, Meditalis würde sie abwehren können. Warte mal, wie sieht es denn mit Knirscher aus? Knirscher würde nicht jedes Pokémon normal effektiv treffen. Ich glaube daher, ich gehe einfach auf eine Steinkante. Porygon sollte uns halt echt nicht viel Schaden machen, falls er angreifen wird. Er steckt ziemlich in der Klemme jetzt gegen Despotar, müsste da eigentlich einmal wechseln. Die Frage ist nur, auf was wechselt er? Wenn er auf irgendwas Spezielles wechselt, hat er einen Fehler gemacht, zum Beispiel auf Primarine. Von daher mal schauen. Wir haben halt 207 KP und diese abnormal hohe Spezialverteidigung. Leider nichts, um uns irgendwie wieder hochzuhalten oder so, das ist ein Problem. Dafür ist eigentlich Pixie gedacht, Pixie ist ja jetzt aber auch schon mehr oder weniger erledigt. Und es kommt, es kommt Alola Knogger und wir gehen auf eine Steinkante. Wenn wir treffen, dann holy shit, dann war's das. Und wir treffen. Okay, dann dürfte Alola Knogger hier eliminiert werden. Und das war das Pokémon, vor dem ich wirklich am meisten Angst hatte. Am meisten. Okay, ich denke, jetzt könnte Primarine kommen. Iron Fist kommt. Okay, das ist Medital. Ja klar, Medital, das macht natürlich am meisten Sinn an dieser Stelle. Wird durch spitze Steine getroffen, wird auch durch den Sandsturm gleich nochmal Schaden bekommen. Wir könnten natürlich auf Stalos wechseln, weil es unser physischer Tank ist. Wir können uns auch da gerne nochmal die Werte angucken, wenn ihr das möchtet. Und zwar hat es folgende Werte. Eine Verteidigung von 250 und eine Spezialverteidigung von 160. Und eben auch wieder sehr, sehr viele KP. Allerdings gegen Meditalis, na, wäre ich glaube ich nicht so einverstanden, da in eine mögliche Kampfattacke zu wechseln. Deswegen werden wir, denke ich, Pixie opfern jetzt an dieser Stelle, oder? Um dann perfekt dagegen wechseln zu können, was dann wäre das Starmie dann? Ich denke, Starmie wäre vielleicht ein ganz guter Wechsel danach. Wir switchen mal auf Pixie. Despotar darf erstmal raus. Und mal sehen, ob jetzt ein Mogelhieb kommt. Den wird Pixie wahrscheinlich auch nicht überleben können. Auf jeden Fall kommt erstmal die Mega-Entwicklung. Und damit ist es halt ein unfassbar starkes Pokémon. Ich glaube, das Pokémon mit dem mächtigsten Angriff von allen. Sogar stärker als Legenden. Von daher, ja. Es kommt ein Ableitieb, um sich ein bisschen zu heilen. Das ist in Ordnung. Pixie überlebt es leider nicht, auch wenn es nicht sehr effektiv ist.
Und jetzt haben wir eben die ganz gute Möglichkeit, denke ich, mit Starmie gut nachzusetzen. Und er hat kein Unlicht-Pokémon, mit dem er eine Psycho-Attacke abwehren könnte. Von daher können wir da mit einem Psycho-Schock agieren. Wir könnten auch mit einer Wasserattacke agieren. Wir könnten auch mit Knackrack agieren. Knackrack wäre auch eine Möglichkeit. Ist nur die Frage, ob wir das machen wollen. Mit einem Erdbeben. Ja, solange der Sandsturm noch aktiv ist. Ja, aber da könnte er mit Uafnir das abwehren. Und die Drachenklaue wiederum könnte er mit Primarien abwehren. Dann wären wir gewalt. Ich glaube, das wäre momentan zu riskant. Ich denke, wir legen all unser Vertrauen in Starmie. Leider Gottes. Outspeeden sollten wir es können. Ist nur die Frage, ob er es drin behält oder nicht. Und Siedewasser würde so ziemlich alles nicht sehr effektiv treffen. Psychoschock würde alles neutral treffen. Ich bin mir nur nicht sicher, hatte Meditalis eine bessere Verteidigung oder eine bessere Spezialverteidigung? Das weiß ich halt echt nicht. Siedewasser wäre halt gut, um es zu verbrennen. Ich denke, wir versuchen es mit dem Psychoschock an dieser Stelle. Ich glaube, er wird auswechseln. Ja, er wechselt aus, daher die richtige Entscheidung, nicht auf Siedewasser zu gehen. Und dadurch wird unsere Attacke jetzt um 30% stärker. Und von daher mal gucken, was das so bringen wird. Zusammen mit den Tarnsteinen und dem Sandsturm könnte das schon reinhauen und mit Lebenorb, ne? Ja, das macht gut Schaden. Das macht gut Schaden. Sehr schön. So, Sandsturm macht uns jetzt leider auch nochmal ein bisschen Schaden, aber das ist in Ordnung. So, soweit, so gut. Dann sollten wir Primarien jetzt hier an dieser Stelle rausnehmen können. Danach wird es wahrscheinlich ein Uafnir geben, das da kommen wird. Da wäre Despotar eine solide Möglichkeit, um das zu tanken. Vor allem dürfte der Sandsturm bis dahin wahrscheinlich auch schon abgeklungen sein. Ich gehe nochmal auf den Psychoschock. Und dann dürfte Primarien an dieser Stelle fallen. Und so ist es an dieser Stelle auch. Okay, wunderbar. Primarien also auch weg. Jetzt wird Uafnir kommen und Uafnir wird uns outspeeden. Sandsturm legt sich, okay. Und es kommt Eberhard. Ah ja, Porygon Z outspeedet uns natürlich auch. Das ist klar. Ja, okay. Das ist selbstverständlich klar. Und es erhöht sich der Spezialangriff leider. Naja, egal. Macht nichts. Sollten wir mit Despotar dennoch gut tanken können. Von daher kommt jetzt der Wechsel auf Despotar und wir werden jetzt zum ersten Mal sehen, wie stark wir tatsächlich tanken. Ich weiß nicht, ob er auf Triplette gehen wird. Ich weiß nicht, ob er auf Donnerblitz gehen wird oder auf Eisstrahl. Am liebsten, ich weiß nicht, ob mir am liebsten die Triplette wäre, weil die eine 30% Chance hat, uns irgendeine Statusveränderung zu geben. Deswegen, muss nicht sein. Donnerblitz wäre vielleicht am besten, falls es hat. Ich weiß gar nicht, was er so generell für Attacken hat. Ich glaube, er hat sogar gar keine Triplette drauf. Oder hatte er noch nicht. Mittlerweile wird er sie wahrscheinlich drauf haben. Ich glaube, er musste sein Pokémon noch höher trainieren, als wir das letzte Mal gegeneinander gekämpft haben. Es kommt die Finsteraura und die tanken wir hervorragend. Wow. Es macht gar keinen Schaden. So. Okay, Uafnir, Meditalis, Porygon Z, Tandrak. Im Prinzip Knirscher. Mit Knirscher treffen wir jetzt alles neutral. Hat außerdem Stab und eine 100%ige Treffsicherheit. Von daher gehen wir auf Knirscher. An dieser Stelle, Eberhard muss zurückgerufen werden. Wir können weiter nachsetzen und jetzt kommt sein Tandrak. Und wenn wir da mehr als die Hälfte abziehen, wäre das schon sehr schön. Oder die Verteidigung senken. Wäre auch in Ordnung. Wir haben wie gesagt jetzt nicht den monströsen Angriff, sondern nur einen passablen. Aber ja, dank dem Sandsturm kommen wir da schon ganz gut mit. Und vor allem könnten wir jetzt ein Erdbeben raushauen, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben gar kein Erdbeben. So, Tandrak sollte uns auch nichts machen können, außer Toxin. Und da wäre im Prinzip ein Wechsel auf Stalos sehr, sehr gut. Zumal unser Erdbeben zum jetzigen Zeitpunkt auch verstärkt werden würde. Von daher alles top. Alles picobello top. Und Schutzschild kommt. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. Okay, gehen wir jetzt auf Erdbeben oder gehen wir auf den Gyroball? Das ist die Frage, weil Gyroball wird nicht allzu viel Schaden gegen Tandrak machen. Gegen alle anderen seiner Pokémon denke ich mal schon. Oder wir gehen auf Brüller. Aber jetzt gerade, wo unsere Attacken verstärkt werden, wir können es ja nochmal ganz kurz nachgucken.
nicht den Sandsturm. Stopp, nicht den Sandsturm, sondern die Sandgewalt. Erhöht in Sandstürmen die Stärke von Gesteinsboden und Stahlattacken. Genau, alle drei werden dadurch verstärkt um 30%. Von daher gehen wir jetzt schon auf den Gyroball. Ich glaube, dass Tandrak nichts gegen uns machen sollte, selbst wenn es drin bleibt. Er haut die Giftspitzen raus, das ist vollkommen in Ordnung, weil mit Starmie haben wir auch noch den Turbodreher notfalls. Das geht also alles klar. Hier kommt der Gyroball Nummer 1 an dieser Stelle. Der reicht halt nicht aus. Aber zusammen mit dem Sandsturm sollten wir es in der nächsten Runde besiegen können. Deswegen werde ich auch weiterhin auf den Gyroball gehen. Und dann ist der Sandsturm leider auch schon wieder vorbei. Das ist ein bisschen schade, aber passt. Tandrak hätten wir dann auf jeden Fall auch schon mal rausgekickt. Oder er wechselt jetzt. Dann sollten wir aber auch massiven Schaden drücken. Er wechselt auf Iron Fist. Okay, auf sein Meditalis. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie viel Schaden wir machen. Ich weiß gar nicht, ob es nicht sehr effektiv ist. Oder normal effektiv. Wenn es normal effektiv ist, reicht es, denke ich, aus. Ja, es reicht aus. Mega Meditalis geht auch in die Knie. Also bisher überzeugt mich mein Team vollkommen. Das kann man nicht anders sagen. Ich denke, jetzt wird Urafnir kommen. Ja, Boom kommt jetzt. Bada Boom. Wir bekommen natürlich erstmal schönen Tarnsteinschaden. Flammenwurf wäre gemein. Und daher würde ich am liebsten auch gerade gerne auf Despota wechseln. Aber da die Giftspitzen draußen sind, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber ich überlege gerade. Gegen Porygon Z wäre es noch ganz nett, Despota zu haben. Und gegen Urafnir brauchen wir es halt, ne? Tandrak ist sowieso dem Tode geweiht. Und Porygon Z sollte Stalos auch hinkriegen. Auch Knackrak könnte schneller sein. Und Donarion könnte eine Attacke überleben. Von daher wechseln wir hier an dieser Stelle auf Despota. Werden leider in die Giftspitzen reingeraten, aber das macht nichts. Das ist in Ordnung. Und von Urafnir könnte ein Luftschnitt kommen. Oder, na, Luftschnitt auf Stalos eher nicht. Also denke ich vielleicht eher Drakometeor oder halt ein Flammenwurf, ganz normal, ne? So, der Sandsturm wird wieder ausgepackt. Und der Flammenwurf kommt. Den resisten wir halt wieder. Wunderbar. Macht halt gar keinen Schaden. Vergiftung macht jetzt hingegen sehr viel. Weil es eine normale Vergiftung ist. Da wäre mir, glaube ich, sogar eine schwere lieber gewesen an dieser Stelle. Und er könnte jetzt natürlich wechseln. Aber alles, in das er reinwechseln würde, würde sterben. Von daher geht das auf jeden Fall. Gehen wir auf eine Steinkante. Ja, ich denke mal schon. Urafnir würden wir... Ja, wobei, gegen Urafnir hätte jetzt auch ein Knirscher, denke ich, gereicht. Jetzt kommt der Drakometeor. Das ist ein Härtetest. Das ist eine mega heftige Attacke. Wie gut parieren wir das? Wir haben 160 KP. Und es zieht gerade mal 40, 43 KP ab. Das ist ultimativ heftig. Und die Steinkante kommt und besiegt Urafnir hier an dieser Stelle. Und mein experimentelles Despota zahlt sich momentan aus. Der große Nachteil ist natürlich, dass es so ultimativ viele Schwächen besitzt. Das ist der große, große Nachteil. Okay, wer kommt jetzt? Eberhard kommt. Okay. Eberhard kommt. Kein Problem. Sollten wir alles tanken können, was da kommt. Ich denke, wir lassen jetzt auch Despota down gehen. An dieser Stelle. Gehen auf einen Durchbruch. Was ich einfach nur reingenommen habe, damit ich eine Kampfattacke im Team dabei habe. Da kommt ein Eisstrahl, der wird halt auch nichts ziehen. Es ist ultimativ, wie tanky es ist. Richtig, richtig heftig. Und damit besiegen wir Eberhard auch ohne Probleme. Und dann bleibt nur noch Tandrak. Und Tandrak können wir natürlich mit so ziemlich jedem unserer Pokémon besiegen. Und von daher wird sich das erledigt haben. Ich denke, Tandrak mit einem Drakometeor, ich weiß nicht, ob der stärker ist als von Urafnir, weil es ja Anpassung besitzt. Es könnte uns möglicherweise besiegen jetzt. Mit einer Attacke. Möglicherweise tankt Despota aber auch so heftig, dass es alles überlebt. Das wird jetzt interessant zu sehen sein. Kommt da nochmal ein Drakometeor? Wir sind sogar schneller. Okay. Also, wow. Dazu muss man sagen, dass Blocky so ziemlich, neben vielleicht Yutlu und so weiter, der stärkste Trainer ist, mit dem ich so momentan zu tun habe. Also wenn wir kämpfen, dann ist es eigentlich immer Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Es ist wirklich auf Augenhöhe. Und jetzt hier so... Ja, keine Ahnung. Er war einfach chancenlos gegen dieses Team. Und das macht mich sehr zufrieden, dass das Teambuilding scheinbar nicht vollkommen für den Arsch gewesen zu sein schien. Das wird sich natürlich in den weiteren Spielchen, in den weiteren Kämpfen noch zeigen. Kann auch sein, dass Blocky jetzt nur die beschissensten Pokémon dagegen hatte und alle anderen sehr gut gegen uns ankommen werden. Das wird sich zeigen.
Aber auf jeden Fall GG an dich. Die Sandsturm-Taktik hat funktioniert soweit. Das funktioniert alles sehr, sehr gut und wir konnten den Großteil vom Team noch gar nicht sehen. Was natürlich schade ist, aber wir sehen, es ist noch viel Luft nach oben für die kommenden Parts. Von daher, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Team haltet. Ob ihr da noch etwas verbessern würdet, ob ihr da noch irgendwo Kritikpunkte dran findet oder ob ihr vollends zufrieden damit seid. Und dann kann ich das vielleicht mit einbauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.